dem Schuljahr 2023/24 startete am Bildungsstandort Sacré-Cœur Riedenburg in Bregenz ein neues Projekt. Mit der Errichtung einer internationalen Schule will man attraktiver für internationale Fachkräfte werden und zudem eine Bedarfslücke in der Bildungslandschaft Vorarlbergs schließen. Die International School ist eine Schule, wo man eine internationale Matura machen kann, das International Baccalaureat. Und sie ist eigentlich für alle Schüler gedacht, die vor allem natürlich eine Affinität zur englischen Sprache haben. Mhm. Unterrichtet wird in der International School zweisprachig, jetzt einmal in den unteren Klassen. Und ab der vierten Klasse Gymnasium wird der ganze Unterricht in Englisch durchgeführt. Expats und zugewanderte Fachkräfte bringen internationales Fachwissen, verschiedene Perspektiven sowie kulturelle Vielfalt in die Vorarlberger Wirtschaft. Die Schülerinnen und Schüler, die in der ersten Klasse beginnen, haben ein unterschiedliches Niveau in Englisch. Also wir haben einen Schüler, der englischsprachig ist. Das heißt, er bekommt Deutschunterricht, Deutschförderstunden. Und wir haben Schülerinnen und Schüler, die mehr oder weniger Englisch haben. Das ist zu Beginn eine Herausforderung. Das lösen die Schüler und Schülerinnen also hervorragend. Also sie sind sehr offen, sie lernen voneinander. Und ich habe jetzt gemerkt als Englischlehrerin, dass das sehr bald sehr gut klappt. Der intensive Spracherwerb in den ersten Jahren steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Generell findet Unterricht bilingual statt. Ja, ist sehr, sehr schön. Ich habe sowieso selber auch einen bilingualen Hintergrund, deswegen ist das natürlich für mich. Ich mag es auf Deutsch und Englisch hin und her zu springen und im Unterricht kommt mir das natürlich zugute. Hier unterrichte ich gerade Deutsch, hier ist alles, sollte alles auf Deutsch sein, aber in digitaler Grundbildung unterrichte ich dann bilingual und springe zwischen den beiden Sprachen hin und her und die Schüler auch schon immer mehr und mehr. Und das übergeordnete Ziel ist natürlich das International Baccalaureate Diploma, das IB-Diploma. Und dafür müssen Sie sehr, sehr gute Englischkenntnisse haben, die Sie jetzt hier schon ab der ersten Klasse sofort erwerben. Die SchülerInnen lernen durch den bilingualen Unterricht auch empathisch und mit offenem Geist und Herzen auf ihre Mitmenschen zuzugehen. So, es ist sehr toll, dass wir halt den Unterricht auf Deutsch und auf Englisch haben, weil so lernt man halt auch gleich die ganzen Sachen auf Englisch. Und halt, ja, man kann dann am Ende des Jahres perfekt Englisch. Und wie gefällt es dir? Auch sehr gut. Und dann, wie bei Helena, ich bin mir genau das Gleiche. Und dann am Ende vom Jahr kann man halt dann sehr gut Englisch. Es hat sich so ergeben, dass ich von der Schweiz auf ein Gymnasium gehen wollte. Und deswegen musste ich wiederholen. Und dann hat sich eigentlich ergeben, dass ich in die Internationale gekommen bin. Ja. Und wie ist das bei dir? So, ich war in diese Volksschule gegangen und ich habe schon sehr, sehr gut Englisch gelernt. Und dann wollte ich einfach zur International School, weil ich mehr Englisch lernen will. Warum bist du auf der International School? Weil ich irgendwann wie mein Papa in Amerika studieren will und für dort dann auch Fußball spielen will. Weil ich kann sehr viele mehrere Sprachen sprechen und halt ich bin gut in Sprachen sprechen, ja. Mit dem Abschluss an der International School Riedenburg erwerben die SchülerInnen zwei Bildungsabschlüsse, die österreichische Matura und das IB-Diploma. Diese eröffnen den Zugang zu Universitäten auf der ganzen Welt. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg begrüßt die dauerhafte Etablierung der internationalen Schule in Bregenz und hält die Riedenburg für die dafür am besten geeignete Bildungseinrichtung in Vorarlberg. Die Werte, die an den Schulen Riedenburg gelebt werden, stehen ganz im Zeichen des Sacré-Cœur-Ordens.